Herzlich willkommen, liebe Freunde des Museum Frieder Burda, zu einem Osterspaziergang der besonderen Art. Ein Osterspaziergang nicht draußen in der Lichtenthaler Allee, sondern ein Spaziergang durch unsere neue Ausstellung Impressionismus in Russland. Umso bedauerlicher, dass wir diese Ausstellung wie geplant nicht vor einer Woche schon vor Sie öffnen könnten, denn Sie wissen alle, die Corona-Bedingungen haben uns dazu gezwungen, das Museum zunächst zu schließen. Doch wir hoffen, dass Sie demnächst mit uns gemeinsam einen Weg durch die Ausstellung wieder gehen können. Umso bedauerlicher, wir wollten doch den Frühling mit Ihnen gemeinsam begrüßen und dieser wunderbaren Ausstellung. Mit Impressionismus in Russland feiern wir zwei Nationen, deren Kunst und deren Künstler, zu denen wir schon immer eine besondere Beziehung gehabt haben. Der Dialog mit der französischen Kunst liegt im Selbstverständnis unseres Hauses, liegt in der DNA unseres Hauses. Auch die geografische Lage zwischen Baden-Baden und Frankreich spricht einiges dafür. Aber auch die besondere Liebe und Leidenschaft unseres Stifters Frieder Burda veranlasst uns immer, auf die französische Kunst zu blicken. Die starke Verbindung zwischen der Stadt Baden-Baden und Russland ist nicht erst bekannt durch die literarischen Erzählungen von zum Beispiel Dostojewski. Insofern gibt es, glaube ich, keinen besseren Ort für diese Ausstellung als hier in Baden-Baden. Konzipiert wurde dieses Projekt im Museum Barberini und mein großer, großer Dank gilt Ortrud Westheider, der Direktorin des Museum Barberini, die gemeinsam mit Alla Cilova diese Ausstellung konzipiert und auch für unser Haus adaptiert hat. Ein großer Dank auch an die Tretjakow-Galerie in Moskau, die in diesen besonderen, schwierigen Zeiten es trotzdem möglich gemacht hat, eine Unmenge, wirklich wunderbare Werke der Tretjakow-Galerie von Moskau zu uns nach Baden-Baden zu senden. Dafür auch mein herzlicher Dank. So ist es möglich, hier wirklich mehr als 80 Werke zu zeigen aus der Zeit von ca. 1860 bis 1925. Doch jetzt machen wir gemeinsam mit Ihnen diesen Rundgang und Sie werden sehen, wie sich die russische Kunst dem impressionistischen Maltechniken angenähert hat, sie adaptiert hat, sie eine ganz eigene Richtung der russischen Kunst entwickelt hat, bis hin zu den legendären monochromen Arbeiten von Malevich. Wir sind jetzt im ersten Raum der Ausstellung und hier begegnen uns schon die ersten französischen Motive, nämlich städtische Ansichten, Stadtansichten von Paris. Und hier wartet auf uns auch schon Brigitte von Stehbut. Liebe Brigitte von Stehbut, welche Bedeutung hat denn Paris für die russischen Künstler gehabt? Ja, ab der Zeit des Zaren Peter des Großen blickte man aus Russland in den Westen und so hatte die Kunstakademie in Russland den besten Künstlern Stipendien vermittelt, damit sie sich noch weiterbilden können im Westen. Es war wirklich die Crème de la Crème der Künstler. Und so reisten sie nach Paris und fanden dort den Impressionismus vor, der sich ja dort schon etabliert hatte. Und so konnten sie eigentlich ihre realistische Malweise, die auch existenzielle Themen zeigte, verlassen und malten auf ganz leichte Weise, also Impression, einen Ausdruck, einen Eindruck vielmehr, und zwar skizzenhaft gemalt. Und sie konnten hinaus ins Freie, also man malte nicht mehr im Atelier, man konnte hinaus, weil es ja Maltuben gab mittlerweile und tragbare Malkästen und Sonnenschirme. Und so malten sie so ganz leicht, voller Lebensfreude, vor allem auch Paris. Hier zum Beispiel das Café de la Paix von Konstantin Karowin gemalt. Hier sehen wir das Café de la Paix am Place de l'Opéra in Paris, das heute noch das älteste existierende Café Paris ist. Und dort fand das kulturelle Leben statt. Dort trafen sich die Künstler und Literaten der Zeit, die russischen wie auch die französischen oder auch amerikanischen. Zum Beispiel Ernest Hemingway war dort, Oscar Wilde, aber eben zum Beispiel auch Bartholdi, derjenige, der die Statue of Liberty in New York entworfen hat. Hier hat er in diesem Café Teile der Freiheitsstatue gezeichnet. Und aus Paris, aus diesem Café heraus, gingen dann die russischen Künstler zurück nach Russland und nahmen den Malstil mit und die neuen Ideen des Impressionismus. Die russischen Künstler
hatten dann impressionistisch malen gelernt, aber haben ihre Themen in Russland beibehalten. So sehen wir hier ein Bild von Valentin Serov. Er malt eine russische Landschaft, ein Holzhaus mit seiner Frau. Und man kann wirklich diese russische Landschaft erkennen, nicht? Ja, genau. Zum Beispiel diese typischen Birken, die man eigentlich so wirklich mit Russland identifiziert. Das Holzhaus, das könnte einfach in Frankreich so nicht stehen. Also es ist ganz klar und ersichtlich, dass die Themen andere sind, aber der Malstil ist einfach dieser impressionistische französische. Genau, auch das Porträt, das ist seine Frau Olga, ist leicht und sie hat ihm wahrscheinlich nicht tagelang Modell gesessen, sie sitzt da wie zufällig und das betonten auch die russischen Künstler, sie wollten schon das Charakteristische beibehalten in ihren Porträts und das werden wir auch im nächsten Raum sehen. Die Porträts sind zwar leicht gemalt, aber man sieht doch den Charakter der jeweiligen Dargestellten. Ja, in diesem Raum sehen wir die Interieurs aus den Landgütern und Datschen der Russen, das typische Leben auf dem Lande. Und hier ganz im Speziellen die Teezeremonie. Ja, viele Menschen hatten oder haben heute noch Datschen. Man wollte einfach raus aus der Großstadt in die frische Luft. Man wollte sich erholen und so sehen wir hier auf einer Terrasse eine Frau sitzen mit Teegläsern und in der Mitte der Samowar. Das war das Wichtigste. Und auf dem anderen Bild auch nochmal einen Samowar. Und Samowar kommt von selbst kochen und man sieht dort unten auch ein bisschen die Glut. Das wurde ja beheizt mit Kohle und so hatte man eigentlich Tag und Nacht heißes Wasser zur Verfügung, um Tee zu trinken. Und was ist da in den Gläsern zu sehen? Ja, diese Gläser, die ja auch wunderbar gemalt sind, da ist Marmelade drin, also Konfitüre. Und das löffelt man so zum Tee. So, ohne Brot, einfach ja, dazu. Ja, und das ist ganz süß und schmeckt sehr fein. Eine russische Art des Teetrinkens. Ja, ich meine, man kann schon sagen, dass in dieser Ausstellung man einfach viel über die russischen Traditionen auch lernen kann, über die man eigentlich hier nicht so viel weiß. Auf jeden Fall. Ein sehr typisch russisches Thema sieht man auch auf diesem Bild, oder? Ja, das ist ein österliches Stillleben, gemalt von Zhukovsky. Ein sehr buntes Bild mit Hyazinthen, mit Blumen. Die Fastenzeit ist ja zu Ende. Und ganz typisch dieser Osterkuchen, ein Pascha, der ist gemacht aus Quark, aus Butter und kandierten Früchten, also schon eine üppige Speise. Oder das Osterbrot, der Kulitsch und die bunten Eier. Der Kulitsch und die bunten Eier, die werden in der Kirche geweiht. Das Bild erinnert an die Stillleben von Manet, also auch diese impressionistische Malweise, aber das typische russische Thema. Und man verbringt dann die ganze Nacht in der Ostermesse von Samstag auf Sonntag und dann frühstückt die Familie hier an diesem sehr appetitlich gedeckten Ostertisch. Ja, der ist wirklich sehr schön und bunt. Und was mir auch auffällt, ist dieses folkloristische Motiv hier in der Teekanne, was wir auch in anderen Bildern da drüben dann auch wiederfinden. Ja, hier im Mezzanin haben wir uns entschlossen, dem Thema des Privaten und der Familie einen besonderen Raum zu bieten. Wir haben viele Bilder versammelt, die Kinder zeigen, die Familien zeigen, private Szenen, was ein Sujet ganz typisch für den Impressionismus ist. Erst die Impressionisten haben überhaupt dieses Thema bildwürdig gemacht. Vorher hätte man solche Alltagsszenen überhaupt nicht gemalt. Und hier in diesem Bild sehen wir zum Beispiel Vera Repina, die Frau von Ilja Repin, der das Bild gemalt hat, mit ihren Kindern und sogar dem Kindermädchen im Hintergrund über eine Wiese laufen. Das findet statt auf einem Landgut bei Moskau, Abramzewo, was eine typische Künstlerkolonie war, wo sich viele Künstler trafen. Und diese Thematik der Kinder, die Blumen pflücken, das ist so
typisch impressionistisch, wir fühlen uns sofort erinnert an ein ganz berühmtes Bild von Claude Monet, das Mondfeld, in dem wir seine Frau Camille sehen, wie sie mit ihren Kindern ebenfalls mit Sonnenschirm durch das Feld läuft. Und diese Ähnlichkeiten sind überhaupt nicht zufällig. Wir sehen einfach nur hier die russische Landschaft, die gleiche Malweise, nur transportiert nach Russland. Und das Landgut und ähnliche Landgüter sehen wir auch oben im Obergeschoss wiedergegeben. Und wo sind wir hier gelandet? Das sind die Landgüter, von denen du eben gesprochen hattest. Man muss da vielleicht einmal historisch ausholen. Der Zar Iwan der Schreckliche hatte seinen 1000 besten Mannen Landgüter geschenkt. Natürlich hat jedes Landgut seine eigene Geschichte. Hier sehen wir Galowinka, ein Landgut nicht weit von Moskau. Und der Künstler legt besonderen Wert auf den Garten. Also das Landgut tritt in den Hintergrund und wir sehen hier so impressionistisch gemalt diesen Garten. Und sehr schön auch von Igor Grabar, dieser verlöschende Tag, ein Wintertag. Man sieht noch die Eisschollen, die schmelzen. Eigentlich ein Thema, das die Russen gerne gemalt haben, eben ihre Landgüter, ein typisch russisches Thema. Jetzt wird es aber kalt. Und das soll Frühling sein? Das ist der russische Winter. Der war ja lang oder der ist lang und dadurch ein ergiebiges Thema für die Kunst. Das Bild heißt Blauer Schnee, Frühling. Und Frühling sieht bei uns etwas anders aus, aber hier schmilzt schon ein bisschen der Schnee, also der Frühling beginnt. Sehr schön ist, wie Zhukovsky hier diese Schatten fast grafisch im Vordergrund gestaltet. Und auch der Schnee ist ja nicht weiß gemalt, sondern mit Gelb und blauen Einsprengseln. Es ist überhaupt interessant zu beobachten, wie Schnee dargestellt wird, also auch oft in Blau, in Indigo, also auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Oh, da hat sich ein Cézanne eingeschlichen. Ja, das könnte man denken. Und das Bild heißt im Süden Frankreich. Also jetzt im Gegensatz zu anderen Bildern kein typisch russisches Bild oder ein russisches Thema, sondern ein französisches und vielleicht auch deswegen so ähnlich wie Bilder von Cézanne. Klar, der Pinselstrich erinnert uns eindeutig an die Franzosen. Aber das ist jetzt wohl wirklich mal ein Monet, oder? Das könnte man wirklich denken, aber es ist Nikolai Mitscherin, die Mondnacht, das wirklich von der Malweise an Monet erinnert. Übrigens, Mitscherin kam aus sehr reichem Hause, seine Eltern waren Textilfabrikanten und somit musste er seine Bilder nicht verkaufen und deswegen war er auch nicht berühmt geworden. Ja, hier im letzten Raum erklärt sich dann auch der Untertitel der Ausstellung, Aufbruch zur Avantgarde. Denn hier löst sich die Formensprache auf bis hin zur Abstraktion. In der Ausstellung sind einige Bilder von Kasimir Malevich zu sehen, in denen er figürlich malt, gegenständlich, impressionistisch, die wir als typische Malevich-Werke gar nicht erkennen. Denn er ist ja sehr berühmt für eines der ersten abstrakten Bilder, nämlich das schwarze Quadrat. Hier haben wir ein Bild aus seiner Serie Weiß auf Weiß, in der er die Auflösung der Gegenständlichkeit bis zur Spitze treibt, bis zur Abstraktion. Es heißt ja dann auch Komposition in Auflösung. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, noch mehr Bilder in dieser Ausstellung zu sehen, kommen Sie uns doch bald im Museum Frieder Burda in Baden-Baden besuchen.